Hallo Mädels! So, das wird mein erstes Aufgebraucht-Video. Ich habe fleißig gesammelt und einiges zusammengekommen und ich dachte mir jetzt, ich höre auf jetzt zu sammeln, weil einfach die Tüte so voll ist und ich will einfach jetzt den Müll einfach loswerden, weil es mich einfach nervt und jetzt muss es einfach weg und okay, ohne großes Rumgemeier fange ich jetzt an. Also, als erstes habe ich eine Intensivtönung von Movida aufgebraucht. Und zwar in der Farbe 36 Hot Chocolate. So. Und ich finde die sehr, sehr gut. Ich nehme die immer her. Und die Anwendung ist einfach und die Einwirkzeit ist nur 15 Minuten und die riecht gut, die tropft nicht und ja, ist mein absoluter Liebling unter den Intensivtönungen. Ist auch günstig, kostet nur 2,95 und ja, die mag ich. Das war das hier. Dann habe ich aufgebraucht endlich eine Dusche. Und zwar von Balea, die Duschcreme mit Mandarine, also die Duschcreme. Und oh, die ist herrlich. Also oh, ein Duscherlebnis vom Feinsten. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber ihr wisst, meine Duschsammlung ist riesig. Also würde ich... Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Faden verloren. Deswegen warte ich jetzt erstmal, bis mein Duschvorrat geschrumpft ist so. Und dann kaufe ich mir wieder diese Duftrichtung nach, weil die hat mir gut gefallen. Und ja, ich liebe die Balea-Duschen. Das war die. Dann habe ich was zum Essen aufgebraucht. Und zwar von Alnatura einen Riegel Honigmandel-Ingwer. Schmeckt sehr, sehr lecker. Also ich liebe diese Sorte. Hole ich mir nicht oft, aber ab und zu. Und ja, das liebe ich. Wie viel das jetzt kostet, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, entweder eins irgendwas oder unter einem Euro. Ich glaube, unter einem Euro kostet das. Aber sicher bin ich mir nicht. Da gibt es auch noch andere Sorten, aber mir schmeckt diese eindeutig am besten. Das war das. Dann habe ich ein Balea Badekristalle Lovely mit Minzöl und Blutorangenextrakt aufgebraucht. Boah, das ist herrlich. Also der Duft ist super. Das riecht richtig schön minzig, orangig. Ist total angenehm und ja, kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht ausprobiert hat. Soll es auf jeden Fall ausprobieren. Es sind zwei Anwendungen drin. Und ja, das macht man sich einfach, macht man eine Schüssel voll, tut da ein bisschen von diesen Badesalzkristallen rein und dann macht man ja so 10 bis 20 Minuten steht hier die Füße baden. Ich mache meistens so 10 Minuten und ja, und danach fühlen sich die Füße weich an und durch dieses Minzöl wird es noch erfrischt. Ja, das mag ich. Habe ich mir auch nachgekauft wieder und ja, liebe ich. Dann habe ich ein Rasiergel aufgebraucht und zwar das Balea Rasiergel Blueberry Love. Das fand ich sehr, sehr gut. Ist ja auch nicht teuer und habe ich mir auch wieder nachgekauft. Und ja, ich liebe die Rasiergele von Balea alle durch die Bank weg und ja, zwar habe ich mich auch mal so durch andere durchgetestet, aber ich bin dann doch immer wieder zu Balea zurückgekommen und ja, ich liebe es. So, dann habe ich aufgebraucht eine Probe von diesem Bee Oil. Habe ich zugeschickt bekommen von der lieben Sunny vom Kanal 40s. Ich grüße dich, meine Liebe. Und sie hat sie mir zugeschickt mit so dieser mit Proben von der Nivea Anticellula Creme. Zu der komme ich noch, da habe ich noch was. Und ich bin ganz begeistert von diesem Öl.
weil ich habe eine Narbe am Bauchnabel von dem Piercing, lange Geschichte. Und da habe ich mir jetzt jeden Tag, zweimal täglich, damit die Narbe eingerieben. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von diesem Öl. Also es riecht gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es die Narbe so ein bisschen verfeinert hat. Und ja, also hat mich total überzeugt. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir das in Originalgröße kaufen soll, weil ich echt sehr, sehr begeistert davon bin. Also ich liebe dieses Öl. Okay, dann habe ich Klingen aufgebraucht und zwar von der Balea Fantastique. Ich liebe diesen Rasierer, kaufe ich mir immer wieder nach und ja, ich weiß, es ist ein Gleitstreifen mit Aloe Vera, Vitamin E, Silk Touch Comfort, Stiftung Warentest hat auch gut gesagt und ja, die sind auch gut und ich liebe diesen Rasierer und ist auf jeden Fall günstiger wie Gillette, weil ja, ich weiß nicht, da sind einfach die Klingen so teuer mit fast 12 Euro und ich finde 3, 4 Euro tun es auch. Also ja, kaufe ich mir immer wieder nach. Das war das. Dann habe ich nochmal einen Anatura Honig Mandel Ingwer aufgebraucht. Ja, wie ihr seht, ich liebe es einfach. Das war das. Dann bin ich endlich froh, dass das leer ist. Und zwar My Coconut Island Insel Zauber Körpermilch. Boah, das hat mich in der letzten Zeit so genervt. Ich konnte den Geruch irgendwann nicht mehr ertragen, weil es einfach, eigentlich liebe ich Kokosnuss, aber das war einfach zu viel des Guten. Ich weiß nicht, irgendwann hat es mich echt nur noch genervt und ich bin jetzt echt froh, dass es leer ist und es wird auch erstmal nicht nachgekauft, weil ich es einfach gerade echt nicht mehr haben kann. Und ich hatte auch irgendwie wann das Gefühl, dass es gar nicht mehr richtig pflegend war. Es war einfach nur dieser Duft auf der Haut und mehr ist nicht passiert. Und nee, also derzeit habe ich irgendwie Schnauze voll von diesem My Coconut Island. Da muss ich erstmal noch eine Weile warten, bis ich das wieder nehmen kann. So, dann. Genau, das sind die Proben. Dann nochmal ein B-Oil. Ich nochmal aufgebraucht. So, jetzt nochmal ein B-Oil. So, jetzt kommen wir zu der Zellula. Da habe ich, Moment, ob ich da noch eine Probe finde. Nochmal ein Honigmandel-Ingwer. So, dann. Ja, genau. Dann habe ich, ich glaube, das waren drei nur. Finde ich jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, das waren eigentlich vier, aber irgendwie ist mir eine irgendwie abhanden gekommen. Und zwar habe ich Proben bekommen von der lieben Sani vom Kanal Fortis. Ich danke dir. Und sie hat mir diese Proben zugeschickt zum Testen, weil sie hat bei einem Produkttest von Nivea diese Creme in Originalgröße zum Testen bekommen und wohl auch sehr viele Proben. Und dann hat sie mich angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse habe, die auch zu testen, ob sie mir ein paar Proben schicken darf, zusammen mit einem Fragebogen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Ja, und dann hat sie mir die Proben geschickt, zusammen mit dem B-Oil. Aber das wusste ich ja, das war eine Überraschung. Und ja, jetzt habe ich diese Creme ausgiebig getestet und muss sagen, ja, ich finde sie ganz gut. Und ja, sie pflegt gut, der Geruch ist gut und ja, doch. Das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir einfach irgendwie zu reichhaltig war für meine Haut, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass ich glänze über den Tag hinweg und ja, ist eigentlich schade. Aber ja, ich meine, in Originalgröße ist die halt auch sehr, sehr teuer. Ich glaube, die kostet, wenn ich mich nicht alles täuscht, fast 14 Euro oder 15. Und das ist mir definitiv zu viel für eine Creme. Aber
Ansonsten ist sie wirklich sehr, sehr gut und allerdings glaube ich eher, dass diese Creme eher was ist für ja, die ganz trockenen Häutchen. Ich weiß nicht, für mich war die, glaube ich, echt so reichhaltig. Ich hatte immer das Gefühl, ich trage eine Nachtcreme auf. Ich weiß nicht, also so richtig überzeugt hat sie mich nicht, aber jetzt ist sie aufgebraucht. Naja, gut. Das war das. Dann oh, kommen wir zu einem Produkt. Ah, da ist noch eine. Doch, alle vier. Oh, das ist so widerlich gewesen. Und zwar waren das die Balea Augen Make-up Inferno Pads Waterproof Ölhaltig. Boah. Also, das ist der Flop des Jahrhunderts. Die sind sowas von eklig. Also, boah. Also, erstens haben die bei mir gebrannt. Zweitens haben die einen Ölfilm hinterlassen. Das war vom Feinsten. Also die sind wirklich widerlich gewesen. Also besser finde ich diesen Zwei-Phasen-Reiniger in dem Fläschchen. Viel besser, aber das ist der absolute Mega-Flop. Absolut. Also die kann ich wirklich nicht empfehlen. Und vielleicht um die Pinsel zu reinigen oder so für zwischendurch. Aber für die Augen, boah, nee. Bin froh, dass das leer ist. So, dann habe ich noch mal ein Fußbad aufgebraucht. Fußbad-Badekristalle, und zwar Lemongrass und Minze. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es sind auch zwei Anwendungen drin und funktioniert wie die anderen auch. Wasser in die Schüssel rein, die Hälfte davon rein in die Schüssel. Füße baden und ja, einfach super pflegend und erfrischend und ja. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, aber jetzt habe ich die anderen. Aber wenn ich die nochmal sehe, dann hole ich mir auf jeden Fall die nochmal. Gut, dann habe ich aufgebraucht Listerine Zahnsteinschutz. Das liebe ich. Okay, manchen ist die zu scharf, aber also, nee, für mich nicht. Bei mir ist es so, es muss brennen. Ja, ich muss einfach merken, dass da was im Mund passiert, dass es wirkt, dass es ein frisches Gefühl hinterlässt. Und das tut die auf jeden Fall. Und ich kaufe mir die immer wieder nach. Und die zweite Flasche, die ich jetzt habe, ist auch schon fast wieder leer. Und ja, da werde ich mir morgen dann die nochmal nachkaufen, auf jeden Fall, weil ich die mir immer nachkaufe. Und ja. Und es stimmt auch, was hier steht, reduziert Zahnstein und hilft zu Verfärbungen vorzubeugen. Ja, das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Und ja, ich liebe diese Mundspülung. Ich kann nicht mehr ohne. Und selbst mein Zahnarzt hat gesagt, ich hätte eine hervorragende Mundhygiene. Und ja, also wer das noch nicht ausprobiert hat, wem es nicht so scharf sein soll, sollte es echt mal ausprobieren, weil die ist echt gut. So, dann als nächstes habe ich eine Cremeseife aufgebraucht, Lotusblüte von Elkos, die gibt es bei Edeka. Ja, pfuh, was soll ich dazu sagen? Fand ich jetzt nicht so mäßig. Geht so. Ja. Ist okay, aber ich habe jetzt eine von Palmolive, die ist ein Ticken besser und ja. Ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal nachkaufen würde. Schauen wir mal. Ich stehe jetzt auch nicht solche Ansprüche an Cremeseifen, aber irgendwie muss es ja schon irgendwie angenehm sein. Aber ja, gut. Ist leer. Dann endlich leer die kleine Verpackung, Flasche von The Raspberry Kiss von Trackle Moon. Und der habe ich auch lange rumgedrückt, selbst in der kleinen Packung. Also ich bin jetzt auch froh, dass die leer ist, kann den Duft jetzt irgendwie auch nicht mehr haben. Und ja, bin ich jetzt froh, was sie fischen. Dann habe ich eine Indus Body Lotion aufgebraucht von Nivea für normale Haut. Die ist ganz gut. Der Duft ist gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und die Pflegewirkung ist auch gut. Und ja, der Duft ist einfach typisch Nivea. Aber jetzt werde ich die erstmal nicht mehr nachkaufen, weil ich diesen Duschölbalsam von Balea habe, den ich sogar besser finde wie das. Obwohl das auch nicht schlecht ist. Aber jetzt habe ich gerade das von Balea und ich finde es sogar einen Ticken besser und ja, genau, das war's. Okay, dann, ist das hier siffig. Okay,
Dann habe ich ein Lipgloss aufgebraucht und zwar aus der Cookies and Cream LE in der Farbe Macaron Sabon. Genau, das war so ein Roseton und das ist total süßig, das muss weg. Und dann einen von Blistix, diesen Happy Lips in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Boah, der ist so siffig, ne? Oh, der war super und ich habe jetzt die Duftrichtung Mango. Ich bin mal gespannt, wie die andere ist. Die fand ich auch nicht schlecht. Ja, sehr pflegend, sehr feuchtigkeitsspendend. Bin ich mit zufrieden. Uah, siffig. So, uah. Und dann das letzte Produkt ist die Elmex Sensitive Zahncreme. Die hat mir mal ein Zahnarzt empfohlen, weil ich sehr empfindliche Zahnhälse habe. Und ja, die hat mir wirklich gut geholfen. Habe ich auch wieder nachgekauft. Und die werde ich immer wieder nachkaufen. Und ja, ist eine tolle Zahncreme und hält auch, was sie verspricht. Ja, ich liebe die. So, das war's von meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!